Wir bleiben in nasser Umgebung und gehen gleich direkt wieder schwimmen. Und damit willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Schöner Sprung, perfekt ins Wasser. Und wir werden direkt durch die Gegend geschleudert. Wunderschön. Kommen wir doch wunderschön. In der letzten Folge haben wir dieses komische Rätsel erfolgreich gelöst und die Munition nehmen wir mit. Und schauen wir mal, wie der jetzt hier weitergeht. Ich habe auch keine Nachricht mehr da bekommen, wie ich diese Artefakt aus dem Boden da rausbekommen hätte. Naja, man kann nicht immer alles haben. Aber das sieht verdächtig aus hier, so mit unserer Wanderung und alles. Hier ist was. Sag ich doch. Da geht's jetzt rein, in diese Höhle. Tief Luft holen, Lara. Auf. Ich hätte jetzt irgendwie mehr mit einem versteckten Secret gerechnet, aber warum nicht? Ja, den Schalter unter Wasser verstecken. Sehr nützlich gegen Nichtschwimmer. Sehr effektiv. Aber da unten ist noch eine Höhle. Das sehe ich bis hier. Da sind noch mehr Höhlen. Vielleicht finden wir doch noch was Schönes hier. Wer weiß das schon? So, die Patronen lassen wir mal da liegen. Okay, tief Luft holen. 3, 2, 1 und dann runter mit dir. Wenn wir uns da jetzt umsonst festschwimmen und ersaufen, wäre nicht so geil. Nein, tun wir nicht. Wir finden tatsächlich noch was. Komm, rauf, 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 Mädchen. Was machst du denn? So, was haben wir gefunden? Ein Artefakt. So gut, das andere haben wir ja schon gesagt. Soll nicht so sein. Dann würde ich sagen, haben wir hier alles entdeckt. Beziehungsweise ich gucke nochmal da hinten rechts, ob da noch Höhlen sind. Wobei, von da kommen wir eigentlich. Der Höhle kommen wir. Schauen wir nochmal rein. Ne, das ist nichts mehr. Okay, auftauchen. Kommando auftauchen. Liegt hier noch irgendwas rum? Vielleicht so irgendwo vor dem Tempel? Ein paar Medipacks? Munition? Wer weiß? Die Szene kommt mir aber bekannt vor, tatsächlich. Na gut, hier ist nichts mehr. Ich würde sagen, wir gehen rein. Fackeln dann auch gar nicht mehr lange. Ist hier noch was? Hier ruht der Gottkönig Teokan, einer des Dreigestirns, Hüter der drei Splitter des Sion, Führer der Auserwählten, der Atlantis nach dem großen Verrat auf immer in den Fluten versinken ließ. Leer. Sehen Sie? Instinkt kann sehr teuer sein, Mademoiselle.
In Ihrem Fall kostet er Sie beide Teile des Sion. Nein, das werde ich nicht zulassen. Das ist lächerlich. Kein Job ist es wert, dafür zu sterben. Doch, das ist er. Ups. Au revoir, Mademoiselle. Falsche Taste. Na gut. So früh. Au revoir, Mademoiselle. Okay, das muss also perfekt getimed sein hier. Alles klar. Nehmen wir uns die Bumme. Andererseits, nehmen Sie's. Bonne Chance. Das war endgültig. Ich ging die nochmal, ich würde sagen, wir kämpfen mit den Automatik-Pistolen. Okay. Okay, ich habe irgendwie noch nicht raus, wie ich gegen die kämpfen soll. Bin ich ganz offen und ehrlich. Gib mir direkt mal ein großes. Ey, wie soll ich mich denn gegen den Lichtstrahl wehren? Ich brauch den Schild von mir. Okay, jetzt habe ich eine Chance. Okay, das sieht gut aus. Bei dem auch mal den Schild weg. Ich würde das Ding jetzt hier gerne finishen. Sehr gut. Lohnt sich gegen das in den Nahkampf zu gehen? Der Flinte ist keine gute Idee. Ich habe eine andere Idee. Fast. Genau, lad die Flinte, Lara. Die werden wir gleich brauchen. Wow, das lief besser, als ich dachte. Sehr schön.
die Macht der Sion befleckt. Als du die anderen Könige verraten und mit dem heiligen Dreigestirn von Atlantis gebrochen hast. Du hast Qualopec verstümmelt. Deinen eigenen Bruder. Ich bin noch immer hier. Tyrkan hat einem Verrat ein Ende gemacht. Aber ich bin es, der dich in deinen Träumen verfolgen wird. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Autsch. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, es geht besser vom Bosskampf her. Aber lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Willkommen in Ägypten! Friends. Genauer gesagt, wo geht's jetzt hin? Der Tempel von Khamun. Okay, wir haben alle Munition wieder voll. Ja. Macht Sinn, sie war wahrscheinlich zwischenzeitlich zu Hause oder so und hat sich da Munition besorgt. Der Tempel von Khamun. Ich erinnere mich an den Obelisk von Khamun und weiß, dass ich daran krachend gescheitert bin. Weil, keine Ahnung, ich die Wege nicht gefunden habe, aber mit euch finde ich sie. Ich bin da zuversichtlich. Was sagst du denn zu Khamun? Wir hören mal wieder so schön hier. Viele der alten Strukturen sind längst zerstört. Ob das ein Freibrief ist, hier einfach rumzuballern? Also jetzt so rein hypothetisch. Ich meine, der Tempel ist doch eh schon hin. Da können wir auch gleich noch ein bisschen rumballern, finde ich. Ganz toll. Wir waren gerade zu Hause, haben voll gemacht und das erste, was wir finden, ist Munition. Was sehen meine Äugelchen denn dann noch? Nee, Munition. Das ist doch wohl kein Medipack. Oh, 6 zu 2. Oh. Das ist schön. Das gefällt mir. Ja, und da geht's los. Da zeigt mir Khamun direkt sehr früh, dass ich hier nicht viel zu melden habe. Ständig müssen wir da oben hin. Und ich trottel halt mal wieder keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Was liegen denn hier für Geheimnisse? 3 Artefakte, eine Reliquie. Okay. Wenn ich das Ding so ein bisschen hier hinschiebe. Warte, hier geht's lang. Direkt mit dem Medipack, sehr schön. Lieben wir. Wobei, wenn uns das Spiel wieder verwöhnt, dann ist das nie ein gutes Zeichen. Das habe ich jetzt auch inzwischen raus wieder. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie wir hier weiterkommen. Ich hoffe, dass ich mich nicht täusche. Jetzt wird ein Schuh draus. Wie wir in Deutschland sagen. Ich würde ja mal zu gerne haben, dass diesen Satz irgendeiner ins Englische übersetzt. Dieses jetzt wird ein Schuh draus. Now it becomes a pair of shoes. Mädchen, aus dem Weg! Wo ist der Weg? Keine Faxen. Ach, so geht das.
Okay, das macht irgendwie mehr Sinn. Dann meinte sie das mit, alte Strukturen sind schon längst zerstört. Ja. Muss man erstmal drauf kommen zu meiner Verteidigung. Da fand ich meine Lösung kreativer und nehme sie gerne fleißig in Schutz. Okay, das sieht schon mal gut aus. Das sieht nach was aus, was mir gefallen könnte. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei den Standard rum. Oh nee, ich setze mich da nicht in die Mitte, wenn mich da so ein Loch anguckt. Es gibt gute Löcher, es gibt schlechte Löcher und ich werde das Gefühl nicht los, dass das eins der schlechten Löcher gewesen wäre. Was ist nicht wahr? Warte mal. Keine Skorpione? In Ägypten? Ich bin enttäuscht. In jedem Ägypten-Level musste ich gegen Skorpione kämpfen. Wer will was? Wo kommt die Miezekatze her? Also irgendwie mag ich, mochte ich das Fell von der Katze. Aber sie wollte mich töten. Das konnte ich ihr leider nicht verzeihen. Ich will da oben hin. Ich habe so das Gefühl, da oben ist etwas, was mir gefallen könnte. Deswegen will ich da hin. Ein Moment! So enttäuschend ist die Ausbeute gar nicht. Ein großes Melee-Pack. Und ein Secret. Der Wahnsinn. Sehr schön. Mögen wir. Lieben wir. Feiern wir. Tun uns dabei auf dem Weg nach unten weh. Ja gut, klein gegen groß, das ist ein Deal, nicht. Lohnt sich. Kuckuck. Viecher leben. Wir können sicher Freunde werden. Du musst es nur wollen. Ah, verdammt. Schätze mal, das heißt gepflegten. Nein, wir werden keine Freunde mehr. Finde ich gemein. Ist das hier schon dieser Obelisk von Kamun? Oh, nee. Fehlen nur die Schlüssel für den Obelisken. Fehlen nur die Schlüssel für den Obelisk. Ist das schon dieses verdammte Rätsel? Ist das schon dieser widerliche Obelisk? Oder kommt dann noch was anderes? Ich weiß gerade echt nicht. Das sieht schon mal gut aus. Okay, auf das Target werde ich mit Sicherheit nicht mit der Schrotflinte ballern. Ich hoffe, das ist jedem hier klar. Alter. Hier
liegt ziemlich viel Automatikmunition. Ich werde das Gefühl nicht los, das Spiel will mir damit irgendwas sagen, in die Richtung gegen diese mutanten Automatikkugeln einzusetzen. Das ist so das Gefühl, was ich nicht los werde. Und meistens sind diese Gefühle tatsächlich auch ziemlich nützlich. Oh, perfekter Swing. Sehr schön. Ich finde diesen Wandlauf so geil. Also das ist richtig geil gemacht, muss ich jetzt mal wirklich loswerden. Da bin ich ein riesiger Fan von. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt hier irgendwie so ein Vogelvieh kommt, dann gute Nacht. Oh, ein großes Medipack. Wir werden entschädigt für das, was uns getan wurde. Sehr gut. So darf das gerne weitergehen. Schalter ziehen. Und dann öffnet sich dieser Tempel hier. Aber ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie da noch hochklettern kann. Und dass es sich lohnt, da hochzuklettern. Gut, dann ballern wir das Video irgendwann auf. Also durch den TÜV geht das Ding nicht mehr. Sind wir Deutschen einfach zu genau, was das angeht. So, ich würde sagen, da uns die ja schon so in den Mund gelegt wurden, sind die Automatikwummen. Warte, bevor wir in den Tempel gehen, ich will in die Pfütze, ich will in das Wasser. Ich will wissen, was in diesem Teich da drin ist. Medipack, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, der Wels tut nichts. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Wir schauen uns dann in der nächsten Folge in Ruhe den Tempel an hier. Was auch immer uns da erwartet. Wir sind, wie gesagt, in Ägypten. Ich freue mich drauf. Ägypten ist immer cool. Finde ich auch cool für Tomb Raider. Wir schauen mal, wie die Reise weitergeht. Das war es jedenfalls erstmal für heute. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.